So, herzlich willkommen zu einer neuen Perforestos-Folge. Und ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, hier die Steinmauer zu erhöhen, die Mauer, also die Holzmauer, oder sagen wir Palisade, fortzuführen. Und Concord hat da hinten einfach den ganzen Wald gefällt, gerodet und sieht gar nichts mehr. Erdboden gleich gemacht. Hey, Alter, das Fatal. hier ist Alter, doch ich muss wirklich jetzt gar mal. nichts. Ah, das ist so nervig, irgendwie unser Garten ist so kaputt. Oh, das ist ja wirklich kaputt. Muss man mal reparieren. Ja, aber hau nicht auf die Büsche, das ist mir mal passiert, dass ich reparieren Ach wollte ja, und ich habe. hab. Hä, was? Moment! Moment! Hier fehlt ein Beet! Hä, wo ist das hin? Foot! Nein! Ist es gerade despawned? Oder ist es beim Angriff kaputt gegangen? Wir haben es nicht gecheckt. Ich glaube schon, ja. Scheint so. Ach, darum war das Beet ja auch wieder kaputt! Oh! Nee. Nein, ich krieg's Kotzen. Sie haben extra hier eine höhere Mauer bauen wollen, da laufen sie hier wahrscheinlich. Hier sind sie wirklich durchs scheiß Eingangstor durchgelatscht. Oh, es ist deprimierend. Wir müssen uns da vielleicht sogar was einfallen lassen, dass wir hier irgendwie eine Tür oder so noch einbauen. Ja, Irgendwas sowas, das weil geht gar nicht, ey. unser Beet ist einfach lebenswichtig. Das. Oh, es ist nervig. Holy shit, Gut, da ich sag mal, geht. es könnte besser werden, wenn wir endlich diese Palisade haben. Ja, das stimmt, weil da kommt sie ja. Ja, Und dann stimmt. kommst du nur also nicht mehr rein, aber es ist trotzdem richtig nervig. Da fragt man sich, ob dann überhaupt die zweite, der zweite Stock überhaupt notwendig gewesen wäre, wenn wir die Palisade haben. Schon eigentlich auch wieder, ne? Ja, sieht ja schön aus. Naja, ich finde fast an der einen wäre es fast noch schöner gewesen, bloß also. Kannst immer noch abreißen. Nee, 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 zum Anfang. Aber ich gehe jetzt mal ein bisschen in den Hintern, ne? Weil ich weiß nicht, soll ich da hinten weitermachen? Guck mal, hier ist schon der Stein, der uns für uns eine Markierung, weil der war mitten im Wald. Damals war der mitten im Wald. Damals, ja. Vor der Hey, Industrialisierung. was ist denn mit dem Ja, Baum das hier los? Concords. Wieso sieht der Baum hier so scheiße aus? Da sind ja gar keine Blätter dran. Den will ich hier weg haben. Der sieht scheiße aus. Der gefällt mir nicht. Oh, ich verhungere ja. Ah ja, genau, du hast mich gerade an was erinnert, was ich noch nachholen wollte. Überliegen Baumstämme. Auch unten am Strand. Boah, alle die ganzen Büsche, die nerven langsam. Ich sehe gerade gar nichts mehr. Nee. Hier vorbei. Was haben wir denn? Liegt hier ein Koffer? Wieso hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Stroh? Das verstehe ich nicht, Mama. Erklärst du mir das? So, erstmal futtern. Hampf, 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 Hampf. Hat's geregnet? Nee, natürlich nicht. Trinken. Oh, also dieser Wasserschlauch, der ist mega geil, ne? Ja, das stimmt. Der ist richtig fett. Schmutziges Wasser, 100% voll. Dann kann ich das mal sauber machen. Das Wasser und dann umfüllen. Geht das? Ja, stimmt, wenn man im Topf ist. Ach, das despawnt ja nicht mehr. Das haben sie ja mal geändert, stimmt. Ach, geht ganz schön der Wind hier. Die Mauer, warum hast du die eigentlich? Ach so, weil wir hier noch nicht ganz wussten, ne? Naja, weil wir doch da überlegt haben mit unserer Villa und Turm und so. Der Turm, jetzt pass auf. Wenn ich den Turm. Boah, ich hab so Angst, wenn ich den Turm baue und wir bauen den und dann ist der voll für den Arsch. Da hab ich echt Angst vor, ne? Vor allem, der braucht wahrscheinlich richtig viel Baumstämme, wenn du den so hochbaust und so. Jetzt tun wir mal die ganzen Baumstämme. Oh, Oh ich hör schon nein! wieder. Ich komme zu dir. Bei mir sind sie nicht. Wo ist Ach, denn die ganze ach, der ist Baumstämme unten. hin? Ach, hier. Nein, bleib da! Wehe, lauft! Alter, wieso laufen die von mir weg? Was für Wichser. Ohne Witz, wenn jetzt. Bitte sag mir nicht, dass wir jetzt Richtung Beet laufen oder sowas, ja. Die sind Richtung Lager gelaufen. Wie viele waren es denn? Zwei, aber einer steht noch hier, der andere ist alleine. Ich Okay. laufe einfach. Ich stehe neben dir. Also einer guckt hierher.
Sollten wir sie vielleicht einfach angreifen, wenn sie nur zu zweit sind? Ja, der eine steht jetzt alleine da und beobachtet mich. Du stehst zwar direkt neben mir, ich wollte nur sagen, der steht näher an dir als wir an mir, ne? Echt? Ah ne, jetzt nicht mehr, jetzt hat er Position gewechselt. Nee. Ich wusste, ja komm her. Nein, nein, au, au, au. Oh, ich bin gleich tot, hilf mir. Komm her. Ich hab einmal, Alter, ich hab einmal daneben geschlagen, ne? Scheiße, das nervt mich. Ich wollte eigentlich nur seine Rüstung haben. Scheiße, jetzt muss ich mich wieder komplett ausrüsten. Mann, einer, ein einziger. Fatal. Ja, es geht aber schneller als man denkt in dem Spiel, ne? Also. Ja, ich habe einmal daneben geschlagen. Und einmal dann unachtsam und dann Rüstung weg. Und wenn er nochmal trifft, fast das Leben weg. Also, schon hart. So. Kannst du jetzt an deinen Topf mal runter tun, weil dann will ich auch meinen Topf ja, mal drauf. Sofort, sofort, sofort. Gib mir noch einen Moment. Hast du jetzt dein. Kann er trotzdem trinken. Arsch. Ich will es ja gar nicht trinken, ich will. Oder abkochen oder was ist das? Obwohl, du musst es ja doch dann trinken eigentlich, oder? Wenn man es abkocht im Topf. Nö. Ich glaube nicht, dass passt. Man den gekochten Topf. Achso. So. Passt. Nee, ich habe das, ich hab das in meine Trinkflasche getan. Ah, okay. Weil der geil ist. Der ist echt geil. Da kannst du dreimal raus trinken, das ist. Hammer, der bringt's richtig hart. Swagnet! Ja! Cool. Oh, endlich. Es darf ruhig durchregnen jetzt. Hass die Knochen. Ich brauch die Knochen von denen. Wir müssten ein Lager vorlegen. Ja, ja, ja. Legen sie. So. Alter, das. Das Flair einfach in dem Spiel ist gerade so richtig kalt, vor allem wenn es jetzt so regnet und so. Wenn ich das jetzt mit diesem anderen Spiel vergleiche, ey, da wird mir richtig schlecht. Das ist ja fatal. Also wenn man die zwei Spiele da vergleicht. Das ist richtig übel. Das sind Welten dazwischen, von ja. Der Atmosphäre her einfach. Ja doch, stimmt, da hast du recht. Ja. Wow. Der Loch ist weg, scheiße. Wie schaut's mit den Baumstämmen aus? Aber siehst du noch welche? Ich hab. Also hier oben müssen noch ein paar liegen. Hier habe ich auch mal gefällt. Hier bei mir. Okay, komm. Ich sehe noch 1, 2, 3 mindestens. Unten am Strand waren 2. Hast du die schon? Also unten am Strand meinst ja, du den hässlichen Baum? Ja, die sind runter. Ja, nee. Ja, den auch. Aber unten am Strand das sind 2 runtergerollt, mal während dem Kampf, glaube ich, weil wir dagegen gelaufen sind. Kannst du die 2 schon holen? Ich schau hier oben noch ganz kurz. Gleich, ich fäll dir. Achso, du bist hier oben. Ja, ich bin hier oben. Aber ich fäll mal. Ich fäll wieder ein paar für dich, die du hin und her fahren kannst. Und dann hole ich die anderen 2. Alles klar. Oder wohl, ich fahr kurz runter. Holzexpress. Ganz ehrlich, mir ist dieser Hasen, Ding, ganz ehrlich, den würde ich am liebsten weghauen, ne? Der ist richtig scheiße. Ja, die Hasenfallen, die sind echt für der Katz. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine echt beschissene Stelle ist, sodass die dort null Funktion hat. Wir wollten uns da ja nochmal informieren, ne? Also ich finde gerade irgendwie keine. Ah doch, da sind sie. Weil ich meine, seit wann haben wir das gebaut? Das ist ja schon gefühlt 10 Stunden her. Ja. Ne, ich würde mich dann nochmal informieren irgendwie. Das wollten wir nochmal machen. Ob das irgendwie ein Bug ist oder ob das einfach wirklich so lange dauert, theoretisch, oder. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, in der ersten Staffel, da war es ja auch so, dass regelmäßig was reingelaufen ist.
wenn es keine Hasen waren, da ist ja immer wieder irgendwas reingelaufen. Eichhörnchen oder ein Lurch oder sonst irgendwas. Aber da gar nein, nichts. Nein, nein. Was? Werden wir angegriffen? Nein, der Wagen ist umgefallen. Ich kann immer noch rausnehmen, wenigstens die Baumstämme. So, jetzt hoffe ich einfach nur, dass es mich nicht irgendwie nach oben katapultiert. Naja, ich kann ihn gar nicht aufnehmen. Ach, man kann auch Steine rein von diesem Wagen. Ja, ich komm. Weiß. Komm. Komm. Hoppa. Ah, jawoll. Ich glaube jetzt dann nach dieser Holzfäller-Aktion, da müssen wir vielleicht doch mal die Bäume nachwachsen lassen. Ja. Weil sonst sieht sie echt leer aus. Vor allem bei diesen ganzen Bauprojekten, die wir noch vorhaben mit Siedlungserweiterung und Mauerbau und was weiß ich. Das wäre eigentlich mal sehr interessant, was passieren würde, wenn wenn man wirklich die ganze Insel so roden würde. Ohne Baum nachwachsen. Oh nein! Irgendwie wär's lustig. Aber ich glaube, da wäre man echt lange beschäftigt. Ja, aber es geht doch, wenn ich jetzt mir das so angucke, es geht ja doch. Ja, gut, ja, ja, aber ich nicht, aber. Die Karte ist dann doch relativ groß. Ja, also, sie ist nicht groß, aber für dieses Projekt. Ach Gott! Aber ich würde das vielleicht echt mal ausprobieren, weil es sind da noch ein paar Baumstämme in unserem Lager drin. Baumstamm. Nein. Könnte man doch einen Baumstamm liegen, einen Baumstamm lassen, den dann wachsen lassen, daran dann ein Baumhaus und dann das Baumhaus mit dem Turm verknüpfen. Wie hört sich das an? Und dann hat man so einen Baum im Lager, das ist vielleicht auch ganz schön, oder? Dass man im Spiel für Forest einen Baum im Lager hat, das müssen wir ja schon fast machen. Ja, Spiel für Forest einen Baum im Lager. ja. Prinzipiell schon, so ein Baum in der Mitte irgendwo. Dann. Weil da kannst du mal diese Baumstämme anschauen in unserem Lager und dann können wir sagen, den Rest haben wir weg. Ja. Weil das wollen wir nicht in unserem Lager haben. Vielleicht relativ mittig. Ich glaube, da gab es sogar einen Baumstamm, der relativ mittig war. Oder halt leicht seitlich, das auch passt. Alter, diese ganzen Munibüsche da. Hey, wo war hier ein Baumstamm? Ich sehe keinen Baumstamm. Also wie gesagt, also es war jetzt nicht mittig, also eher da, wo noch keine Palisade gebaut ist. Ach so, ja da. Boah, wie geil das ist. Ist hier alles voll. Oh, ein Loch. Bleib da. Ey, aber wir machen hier echt gute Fortschritte mit der Mauer, muss ich sagen. Das ist übel, Alter, dass wie schnell es läuft. Das geht gerade. Ey, diese Arbeitsteilung, das bringt es gerade voll. Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, ne? Ich glaube, letztes Mal in Staffel 1 haben wir das nicht gemacht, ne? Nee, da haben wir es irgendwie immer so ein bisschen parallel immer alles gemacht. Oder? Ja, doch. Mir ist aber. Aber mir kommt das auch so viel schneller vor. Kommt es auch viel, viel schneller vor. Nebenbei haben wir fast die Mauer hier fast fertig, ey. So. Das sind ja richtige Profis. Ja, oh yeah. So, jetzt muss ich mal was trinken, sonst verhungere ich. Verduscht ich. Ich muss was trinken, sonst verhungere ich. So. Diese Bären ins Wasser, das bringt nur Energie, oder wie war das? Ich glaube schon, ja. Okay. Also nichts Verheerendes. Alles klar. Wow. Okay, die Mauer ist wirklich weit. Leck mich am Arsch. Ja. Das, die Mauer könnte man beim aktuellen Stand sogar in dieser Folge fertigstellen, ne? Ja, eventuell schon, wenn es so weitergeht.
dann, ja. Richtig cool. Dann fäll ich noch ein bisschen. Es fällt mir erstmal auf, wie viel du eigentlich schon gefällt hast, wenn wir jetzt schon bei der Hasenfalle sind. Ja. Ja, aber das will ich unbedingt eigentlich schon wieder zu haben, eigentlich vom Wald. Ja, also das sieht jetzt schon sehr offen aus. Ja. Das ist schon. Ah, was liegt denn da? Nimm mal mit. Ich frag mich nur, ob du das dann beeinflussen kannst, wie was wächst und was nicht. Ich, oder ja, ja, also da, wo die Baumstämme sind. Ja, aber ich meine, ich mag ja eigentlich hier den ganzen Wald wieder haben. Fast. Zumindest. Ne? Ja, ja, dann tust du einfach nicht die Baumstämme weg und dann geht das schon. Dann wachsen es einfach alles wieder nach. Wenn du, glaube ich, diese Baumstämme weghackst, das kann man ja machen, dann wechseln wir. Das habe ich bei einmal gemacht in unserem Lager, weil der direkt dort war, wo wir gebaut haben. Also blöd gesagt, eigentlich alle Bäume, die du gefällt hast, sind dann wieder da. In der Theorie. Boah, der Regen ist gerade so laut. Ja. Hallo. Hella. Da hinten ist unsere andere Hasenfalle, oder? Ja, die ist auch noch offen. Weißt du, ein Hase ist direkt daneben. Ehrlich? Really, Nigga? Oder nee, ist ein Eichhörnchen. Oder? War ein Eichhörnchen. Oder? Ja. Das interessiert mich jetzt. Lassen wir es jetzt mal ein bisschen außerhalb vom Wald. Vielleicht läuft da ein Hase rein. Vielleicht sind der Hasen nicht so im Wald unterwegs, sondern. Na, schauen wir. Hasen sind nicht im Wald unterwegs. In the Forest. Alles klar. Ja, ja, lass mal. Entschuldigung. Hab mich gerade verschluckt. Ja, also von über 200 nur noch auf 77 Baumstämme runde. 70 Baumstämme? Also richtig gut hier. Schuckkass, ne? Kannst du nicht lassen. Also in Forest merkt man, wenn man zu zweit spielt, allein so von diesem Baufortschritt. Das ist irgendwie... Oh, schöner Regen. Ja. Ja, also die Mauer, wir haben noch so 3-4 Bäume und dann ist sie fertig. Ja, zumindest die Hälfte davon. Ja, halt, die Blaupause ist dann befriedigt. Die Blaupause. So, dann fäll ich hier noch ein. Jetzt haben wir 2 Tage schon nur Baum gefällt, ne? In-game. Ja. Zu schwierig, Dunkel. Nee, geht wieder. Ja, ich sehe jetzt nicht so her. Ich glaube, wir gehen schlafen. Ja, ich bringe noch den einen Baumstamm. Liegen hier noch irgendwo welche? Ich glaube nicht. Aber ich dachte. Ich glaube nicht. Lügner. Es tut mir so leid. Das werde ich dir nicht verzeihen. Niemals. Tor will er nicht zu Ende machen, das sehe ich schon. Braucht schon ein Tor. Oh, ich friere. Das ist irgendwie. Hey, lol, ich auch. Nein. No, I don't want to freeze. Es dauert ja auch so lang, bis man wieder
Ja, wir können uns dann zwar mit Bett kuscheln, oh halt, ja, kannst du. Nee. Boah, das müssen wir dann auch mal machen, Alter, wenn wir hier die Mauer haben. Und so weiter, da müssen wir unbedingt. Also ich hätte voll Bock auf Licht irgendwie, also über so Laternen und sowas bei den Lagerhäusern. Ja, ich war eine Millisekunde weg vom Lagerfeuer und schon wieder komplett gefroren, ne? Wenn wir jetzt in das Haus reingehen, frieren wir da auch? Nee, oder? Doch. Fuck. Echt? Ne, gut, aber hallo, hier ist ein big fucking Fenster. Aber wir könnten schlafen, theoretisch. Oder, ja gut. Oder glaubst du, wir frieren im Verlaufen? Genau. Nee, nun mal nicht. Weil ich meine, wenn wir schlafen gehen, da kuscheln wir uns ja aneinander und so. Ja. Da sollte nichts passieren. Warte kurz, bis das Gefreeze weg ist. Aber jetzt haben wir schlafen gehen, weil sonst wird der Rhythmus kaputt. Ja. Klar, geschlafen! Tot. The End, du bist einfach. Nochmal speichern, so. Ja. Das regnet ja immer noch. Ich habe Durst, dann kann ich mal einen Schlückel trinken. Zack, getrunken. Dann kann ich hier mal ein paar Steine reinhauen, die ich gesammelt habe. Die Bären, die wachsen. Obwohl, doch, ja, doch, doch, die wachsen schon. Ah, das weiß ich, weil als wir angefangen haben, war hier in dem Beet gar nichts. So, ich esse jetzt mal was Ordentliches. Hey, Bären sind gesund. Ich hol mir Fleisch, ich hol mir ein richtiges Steak. So. Ich hab mir noch mal so einen kleinen Vogel drauf. Hey, wieso habe ich wieder keine Rüstung? Hey, was ist denn jetzt los? Die ist weggefroren. Ja, ohne Scheiß, ich wüsste nicht, wann ich gekämpft habe währenddessen. Ja, hast du nicht vorhin dich aufgeregt, dass du irgendwie so viel verloren hast? Ja, oder hast da habe ich ja den. Da hast du ja den einen gekillt und habe ich ja meine Rüstung wieder aufgebaut, eine, aber seitdem habe ich einen. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich nicht. Hast du da noch bisschen Hunger oder bist du randvoll? Ich bin randvoll. Okay, scheiße, dann habe ich jetzt den einen Vogel umsonst wahrscheinlich reingehauen. Ja, gut, ein Vogel, der macht ja, nicht aus. Ja, aber das Problem ist, der verschwindet ja nicht und da sind nur verkokelt, da muss man es irgendwie essen. Oh, kriegst du vielleicht noch einen? Ah ja, ich krieg noch einen, perfekt. So, da. Du hast ja noch keine Bäume gefällt. Keine weiteren, oder? Nee, ich geh aber wieder. Keine. Ich geh. Was soll denn das jetzt heißen? Hä, warum ist hier. Sag mal. Wo kommt dieser Baum her? Oder wo, haben wir das Wachsen an? Hast du das Wachsen angemacht? Nee, wieso? Ey, komm mal her. Der Baum, stimmt. Der Baum und der Baum. Stimmt, diese. Also der Baum war vorhin auch schon da. Kann es sein, dass vielleicht diese kleinen Büsche jetzt Bäume werden, aber. Ich hab's eigentlich ausgeschaltet. Moment. Ich habe noch bestimmt Einstellungen. Grafik, bin mir nicht sicher. Nein, Gameplay. Wo ist es? Nachwachsende Bäume aus. Hm. Aber wenn ich den wahrscheinlich fäll, dann kommen auch wahrscheinlich nur Stöcke raus, oder? Ja. Ach so, ich habe den PvP-Spielerschaden ausgestellt. Also wir können uns gar nicht gegenseitig verletzen. Ja, Gott sei Dank, vielleicht. Vielleicht gar nicht mal so blöd. Ja, da haben wir uns aber vorher nicht die Rüstung gegenseitig irgendwie. Huh. Abgezogen, was war das dann? Ich höre schon wieder. No. Läuft hier, komm her, du Spaß. Komm. Lauf nicht weg, lauf. Hallo, nicht zur Mauer. Ich beschieß dich. Stirr. Oh, wow, kommt hier von mir. Oh. Oh mein Gott. Nein, er rennt mit unseren Pfeilen weg. Bleib da mit unserem Pfeil. Wow. Alter. Yeah. Wie ich den weg? Nein! Jetzt hab ich. Das kann doch nicht sein.
Glück, Motherfucker. Macht so viel aus mittlerweile. Das ist übel, ja. Hast du dir die Pfeile genommen während dem Kampf? Ja. Arsch. Hast du auch drauf geschossen? Ja, dreimal und ich habe auch getroffen. Dreimal? Da waren aber nur drei Pfeile dran. Dann hast du daneben geschossen. Nein. Doch. Nein. Ich nehme die Leiche gleich mit, weil sonst finde ich die nicht mehr. Ja, passt. Mach die Schwester, Frau, was weiß ich. Oh, shit! Ah, nein, 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 nein! Oder? Ah, ne, es sind nur zwei. Aber ich mag sie vom Lager weg. Kommt her. Komm her. Ja, ganz cool hier. Komm her. Du bist zu doof. Du hast genau... Ich hab gedacht, das bist du, weil das so langsam gegangen ist. Komm her. Ich schieße einfach mal auf ihn. Auf die schieße ich auch. Hello, lol. Headshot. Jawohl. Boah, geil. Und der andere? Tot oder was? Beide? Nee, der andere ist weggelaufen. Nice. Oh, 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 oh. Was zum Teufel? Wärmt die sich einfach an unserem Feuer auf? Ey, wie es mich erschrocken hat gerade. Ich gehe um die Ecke und... Oh, no. Was ist denn der da? Warum leuchten seine Hände so komisch? Alter, mich jetzt so erschrocken gerade. Der hat brennende Hände. Ja, das habe ich doch gesagt, was das mit seinen Händen ist. Er nutzt Magie? Das dulden wir hier nicht. Wieso schaffen wir beide die ganze Zeit so rumschlägern? Ja, aber dann können wir uns nicht hitten. Das ist dann ganz gut zu wissen eigentlich, weil dann brauche ich nicht aufpassen. Ja. Ey, ich höre doch, was die machen. Ich bin kaputt. Da kommt noch einer. Achtung! Wow, ist wieder weit gesprungen. Einer ist tot. Noch einer. Da waren es jetzt viele. Aber ja, hey, wir schlagen uns eigentlich ganz gut. Ja, gut, sagen, da hatten wir schon mal mehr. Mich hat's nur erschrocken, weil ich gehe hier so lang und dann gehe ich hier in die Ecke und die haben mich direkt angestarrt. Alle drei so, hallo. Surprise, surprise, motherfucker. Jetzt waren noch jetzt 5 oder 6 so Viecher, oder? Also einen hab ich jetzt, einen hast du, das war der dritte, jetzt tue ich den vierten rein. So, da hinten liegen doch noch irgendwelche Leichen wahrscheinlich. Ja, genau, hier ist noch einer. Dann haben wir jetzt, scheiße, durch den Angriff haben wir jetzt die Mauer doch nicht fertig geschafft. Ach, nee. Hier hab ich noch einen. Ja, das waren 6 oder... Ja. Da hast du den fünften und ich tue den sechsten rein, ja. Ja, krass. Aber die sind so vereinzelt gekommen, die waren nicht auf einmal, weil es ein wäre schwerer gewesen. Ja, das stimmt. Wie es ausschaut. Die ganzen Köpfen könnten wir so richtig schöne Kerzen stellen. Kronleuchter und so. Oh ja, das stimmt eigentlich. So. Solala, ich bin randvoll mit Rüstung. Ehrlich. Und ich hab gar nichts, toll. Ja gut, jetzt habe ich 4. Hast du noch Knochen? Tust du einfach hier in den Korb rein? Ne, ich hab leider keine mehr. Okay, dann vergiss es. Aber krass, wirst du nie erwischt? Ich werde jedes Mal bei jedem Kampf mindestens einmal erwischt. Da schlägst du dich anscheinend. Da schlägst du dich anscheinend echt ein bisschen besser bis jetzt als ich im Kämpfen. Aber wir müssen die Folge beenden. 30 Minuten! Nein!
Oh mein Gott! Pass auf zu trinken. Aus! Alter, dieser Hasenstall, der bringt einfach gar nichts, weil wir noch keinen einzigen Hasen gefangen haben. Ja, wir könnten ja noch mal einen zweiten bauen. Ja, wir haben ja einen zweiten. Da ist ja auch, der ist ja auch. Und wir könnten aber mal komplett anders. Vielleicht hier unten oder so, so offen oder in der Nähe. Weil. Irgendwie haben ja, das können wir noch umkonstruieren. Ja, ja, die anderen können wir, glaube ich, kaputt machen, weil ich glaube, vor allem, ich glaube eigentlich, raus. Diese Lager, wo diese Baumstämme drin sind, könnte man eventuell auch woanders hin. Vielleicht in der Nähe von einem Tor. Richtung bist Wald, du doof? Blöd gesagt. Achso. Ich wollte dich nur testen, ja? Aber diese Fenster, das ist einfach ein bisschen. Die Aussicht. Gut. Was hast du? So eine Mauer kann entzücken. Vor allem, guck mal, diese Warte, ich muss Kurve da an. Oh. Sieht richtig schön aus, oder? Oh, geil. Geil. Hallo, zwei Bäume. An einem Baum ist so ein Vogelhaus, am anderen ist so ein Topf. Sieht doch nice aus. Ich habe ehrlich gesagt noch nie was aus dem Vogelhaus rausgenommen. Das mache ich. Keine Ahnung, so Federn brauche ich doch nicht. Also da wir da hinten den dauerhaften Vorrat an Pfeilen haben. Brauche ich die Federn ja. Naja, gut. Ich darf schon mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.